Das Herz ist übrigens für euch, weil ihr so eine tolle Community seid. So, Kitsch beiseite, jetzt gibt's harte Fakten hier in dem Video. Harte Fakten, die auf meinem Mist gewachsen sind. Wer hätte das noch gedacht? Tobi hat einen Fakt, den er nicht im Netz gelesen hat. Und zwar geht's hier in diesem Video darum, welcher rote Faden sich von Anfang an durch das Jurassic-Universum, das wir bis aktuell eben haben, also von Jurassic Park bis Jurassic World Dominion haben, zieht. Um hier schon mal ganz kurz so ein paar Brocken in den Raum zu werfen, es geht dabei um Charlotte Lockwood, um die Grashüpfer und auch um das, was Dr. Hammond begonnen hat. Wer sich jetzt aber fragt, das ist alles so ein bisschen wirr, keine Sorge, ich kläre das gleich für dich auf. Nach dem Intro, viel Spaß beim Video. Von euch würden jetzt ja sagen, ach, Jurassic Park ist ja die Geschichte um Dinosaurier. Es geht darum, ob es cool ist, Dinosaurier zu erschaffen. Es geht darum, wie wir damit umgehen sollten, wenn die Dinosaurier jetzt eben in unserer Welt existieren. Es geht sogar so weit, dass wir uns Gedanken darüber machen sollen, wozu kann diese Gentechnik noch benutzt werden? Das sehen wir in Jurassic World Dominion sehr schön anhand dieser Grashüpfe. Der eigentliche Grundplot von Jurassic, und korrigiert mich, wenn ich das irgendwie falsch sehe, ist aber ein ganz anderer. Es geht in Jurassic Park oder in Jurassic Park und Jurassic World eigentlich darum, eine Heilung zu finden. Eine Heilung wofür? Eine Heilung für eigentlich unheilbare Krankheiten. Und jetzt wirst du sagen, Tobi, nee, jetzt komm, nee, das ist alles kompletter Bullshit. Ich erkläre dir jetzt meinen Gedankenweg. John Hammond schafft es bereits vor den Ereignissen aus Jurassic Park, ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass man DNA kombinieren kann, um damit bereits ausgestorbene Kreaturen wiederzubeleben. Mit Hilfe von Wissenschaftlern, unter anderem auch Dr. Henry Wu, schafft er es dann wirklich, das in einem Jurassic Park zu realisieren. Ja, Dr. Hammond hat die grandiose Idee, wenn ich in der Lage bin, Kreaturen zu erschaffen, die mal ausgestorben sind, packe ich sie halt in den Vergnügungspark. Gut gemacht. Das bedeutet, die wissenschaftliche Entdeckung, dass man Zellen miteinander kombinieren kann, um ausgestorbene Wesen wiederzuerwecken, die existiert bereits. In Jurassic World gehen wir dann sogar so weit und kombinieren die DNS-Stränge von zwei verschiedenen, bereits ausgestorbenen Kreaturen, in diesem Fall eben Dinosauriern, packen die zusammen, klatschen noch einen Oktopus mitten in den Topf und haben dann irgendwann einen Dominus Rex. Also hier lernen wir sogar wirklich, dass wir mit dieser Gentechnik machen können, was wir wollen. Wir können unsere eigenen Kreaturen erschaffen, wie wir dann auch später in der Reihe sehen. Wir können uns unsere eigenen Waffen züchten. Jurassic World Dominion bringt uns dann aber einen komplett anderen Ansatz dieser Gentechnologie und das finde ich mitunter das Interessanteste an der gesamten Reihe. Ja, ey, positive Töne von Jurassic World, für Jurassic World Dominion von mir, aber es muss wirklich gesagt werden, ich finde die Grashüpfer immer wieder eine interessantere Idee, je länger ich darüber nachdenke und ich finde vor allem, Charlotte Lockwood ist mitunter das Wichtigste der gesamten Jurassic-Reihe. Denn was sie eben macht, ist diese Technologie, die Dr. John Hammond und eigentlich auch später Maz Rani und auch Dr. Henry Wu immer noch dafür benutzen, um sich irgendwie finanziell zu bereichern, sei es mit einem Park, sei es mit Waffen, wie auch immer. Diese Technik nutzt sie dazu, um ihre eigene Tochter von einer Krankheit zu heilen, die sie selbst niedergerafft hat. Sie nutzt die Technologie, wo anscheinend niemand dran gedacht hat, in diesem gesamten Jurassic-Universum für medizinische Zwecke. Ich weiß, im Buch wird das schon früher beschrieben, wir reden hier nur über die Filme und da ist das eigentlich nie so wirklich Thema gewesen. Charlotte Lockwood nimmt sich also die Forschungsergebnisse, die auf dem finanziellen Unterstützung von John Hammond und eben dem wirtschaftlichen Ideenreichtum von Dr. Henry Wu fußen und macht daraus etwas, um ja ein Menschenleben zu retten. Das ist das ihre eigenen Tochter, / Klontochter, aber ey, ja, es ist natürlich irgendwo auch egoistisch, aber ganz ehrlich, wer würde es denn irgendwie nicht machen? Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, und da, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal dran gedacht habt, aber da muss ich wirklich sagen, Jurassic World Dominion macht das unfassbar genial. In Jurassic Park lernen wir ganz am Anfang so diese Euphorie kennen. Wir können Dinosaurier erschaffen, wie cool ist das alles? Auf einmal gibt es dann eben diesen Cut und dann heißt es, nee, ist doch eher blöd, weil gefährlich und wir sterben alle. Die gleiche Moral haben wir im Endeffekt auch in Jurassic World und nicht anhand der Hybriden. Die Hybriden kopieren einfach nur die Geschichte aus Jurassic Park im Endeffekt. Ah, es ist cool, Hybriden zu erschaffen, Cut. Ah, nee, doch nicht, wir sterben alle. Die wichtigste und die interessanteste und zum Teil auch wirklich dramatische und tragische Moral dabei ist ja, dass Charlotte Lockwood es schafft, die Struktur
der Zellen ihrer eigenen Tochter so zu verändern, dass sie eben nicht an dieser Krankheit leiden wird, wenn sie auf die Welt kommt, ist zugleich sehr wahrscheinlich auch die Technik, mit der Dr. Lewis Dodgson rumexperimentiert hat. Was hat er damit gemacht? Er hat die Grashüpfer unsterblich gemacht. Jurassic World Dominion zeigt uns also einen erneuten Gewissenskonflikt. Ja, wir können mit dieser Technologie Leben retten. Wir können Menschen nahezu immun gegen alles andere machen. Im Umkehrschluss zeigt uns der Film aber auch, was damit alles in die Hose gehen kann, eben in Form dieser Heuschrecken, die einfach nicht sterben können und so das gesamte ökonomische Nahrungssystem global beeinflussen. Hätte der Film das ein bisschen besser ausarbeiten können? Ja, eigentlich schon. Jurassic Park und Jurassic World haben also eigentlich immer die Grundprämisse, es ist eine sehr dumme Idee, Gott zu spielen. Sei es mit Dinosauriern, sei es sogar mit Krankheiten, die man irgendwie heilen will. Und das finde ich eben hier einen sehr schönen Zwiespalt, weil ich meine, jetzt hätte ich hier in Jurassic World Dominion wieder ein Gespräch gebraucht wie in Jurassic Park 1, wo sie dann da beim Essen sitzen und sich darüber unterhalten. Dinosaurier erschaffen, ja, nein, da pro, da contra. Das hätte man jetzt hier so gut mit einbauen können, haben sie aber leider nicht gemacht. Meiner Meinung nach hat das Jurassic-Universum also bisher einen roten Faden, der wirklich alle Filme miteinander kombiniert, außer Dinosaurier. Und der rote Faden ist hier, dass wir durch die Erforschung an der DNS, die Dr. John Hammond eben vorgenommen hat, inzwischen ein Heilmittel bekommen, das scheinbar unheilbare Krankheiten heilen kann. Aber auch das kann wieder für falsche Zwecke benutzt werden. In dem anderen Video habe ich schon mal den groben Plot erwähnt, der ja in der neuen Jurassic World Serie eintreten soll. Es wurde so viel bestätigt, dass es hier um Sydney geht, ein junges Mädchen, die bei einem Vorfall mit einer seltsamen Kreatur, wahrscheinlich ein Dinosaurier, ihren Arm verliert. Dabei habe ich schon mal die Theorie geäußert, was ist, wenn es in der Serie darum geht, den Arm wieder heranwachsen lassen zu können. Ich meine, es muss einen Grund geben, warum sie ihren Arm verliert in der Serie. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, man geht wieder darauf ein, theoretisch könnten wir den Arm nachwachsen lassen, aber wir haben wieder eine Konsequenz dadurch. Das gesamte Etwas ist gut, aber es hat Konsequenzen. Szenario zieht sich also komplett durch die gesamte Jurassic-Reihe. Und ich finde wirklich, ja, das kommt aus meinem Mund, das wertet für mich Jurassic World Dominion nochmal ein ganzes Stück weiter nach oben. Jetzt bist du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Passt das, was ich da alles erzählt habe? Kannst du dem auch wirklich folgen? Habe ich irgendwo einen Denkfehler? Schreib mir alles in die Kommentare unten rein. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann.